Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengeld-Dieb. Für deinen nächsten Einkauf nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon oder Kanalmitglied. Ja, wir befinden uns jetzt am direkten Memorial von Brecourt. Hier ist die Originalkarte von Winters aufgezeichnet, die er damals quasi gezeichnet hat. Die haben sie hier nochmal übertragen. Ich glaube, das sieht man auf der Kamera ganz schlecht. Mhm. Aber wir stehen jetzt direkt Brecourt quasi dort vorne, falls der Kameramann Frau da mal hinschwenken will. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das Gehöft ist auf jeden Fall im Privatbesitz. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch nicht stören. Ich glaube, den Leuten geht das auch ziemlich auf den Sack, wenn da ständig irgendwelche Touris vorbeikommen. Deswegen, wir haben uns das vor 3 Jahren schon mal angeguckt, als wir hier waren. Und man findet halt einfach gar nichts mehr. Ist auch klar, ne? Das ist jetzt einfach hier auch Weideland. Da grasen die Kühe. Und ist klar, dass man da auch kein Memorial in dem Sinne macht oder dass man das erhält. Ich weiß auch gar nicht, was danach tatsächlich passiert ist. Das hat man wahrscheinlich zugeschüttet und dann ist Ruhe im Karton gewesen. Aber dieses ganze Memorial erinnert nochmal daran und es wird natürlich heute auch noch an den Militärschulen gelehrt, diesen Angriff von Winters. Und von daher ist das schon noch ein bisschen spektakulär. Ja, gestern haben wir tatsächlich ja auch noch US Airborne in modern gesehen am Omaha Beach und die fahren hier tatsächlich auch immer mal hin, das haben wir jetzt auch schon öfters gesehen und die machen quasi so Geschichtsreise von der Armee aus. Finde ich auch sehr interessant, ist auch beeindruckend, so eine Kompanie mal dann in echt zu sehen. Schon spannend. Ja, das erstmal von dieser Stelle. Ab ins Studio. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV und zu einem weiteren Teil in unserer Band of Brothers Reihe. Wir befinden uns also in Teil 3 in unserer Band of Brothers Reihe. Allerdings sind wir im Band of Brothers erst bei Teil 2 und zwar den Angriff auf Brecourt Manoir.
Und zwar ist die Easy Company in der Normandie abgesprungen. Sie hat sich natürlich überall versprengt, ist sie gelandet, musste sich natürlich erstmal ein bisschen zurechtsammeln und dort wurde an einem Gehöft in der Normandie eine feindliche deutsche Artilleriestellung entdeckt. Diese hat auf die Strände bei Utah Beach gefeuert und hat somit natürlich die Amerikaner stark behindert, dort zu landen. Diese Stellung mit 4 10,5 mm Geschützen musste also relativ schnell ausgeschaltet werden. Ja, und das hat in diesem Fall die Easy Company übernommen. Die Art und Weise, wie diese Stellung eingenommen wurde, ist auch heute noch in den Lehrbüchern zu finden. Und genau das wollen wir natürlich auch so ein bisschen nachbauen und natürlich auch nachspielen. Aber bevor wir es nachspielen können, müssen wir es erstmal bauen. Ja, und von daher zeige ich euch in diesem Video, wie wir unser Brécourt Manoir bauen. Was sind also die Hauptkernstücke dieser Platte? Wir bauen diesmal auf 1,20x1,20, also wieder etwas größer, aber ausreichend für Operation Squad. Wie sieht das Gebiet also bei Brécourt aus? Wir sind also in der Normandie und dort treffen die Amerikaner das erste Mal auf richtige Bocage-Hecken. Das heißt, auch hier auf unserer Platte werden wir sehr viel Bocage, sehr viel Natur finden. Natürlich, Centerpiece des Ganzen ist natürlich die Stellung. Wir haben hier 4 Artilleriestellungen, wo die Geschütze drin stehen, verbunden mit einem Grabensystem. Aber ansonsten werden wir hier sehr, sehr viel Natur machen müssen. Mein Grundgestell habe ich mir schon gebaut. Wie wir ein Grundgestell bauen, das haben wir euch schon in einem extra Video gezeigt. Das verlinken wir euch hier oder dort. Natürlich könnt ihr gerne draufklicken. Ansonsten findet ihr doch das auch in der Videobeschreibung. Hier mussten wir etwas anders vorgehen. Vom Prinzip genau das gleiche. Ich habe einen Holzrahmen gebaut, habe das ein bisschen verstrebt, noch mit Leisten und habe mein Styrodur drüber gelegt. Hier musste ich aber ein bisschen schon zurechtschneiden, weil ich die Stellung natürlich nicht aufsetzen wollte, sondern ich wollte sie natürlich drin haben, sonst wäre das Ganze noch höher gewesen. Also habe ich mir einen entsprechenden Ausschnitt gemacht und habe das Ganze mit 1 cm Depron wieder aufgefüllt, habe das reingeklebt, habe alles gut verspachtelt und das ist quasi unser Grundlayout. Und jetzt gilt es aufzubauen. Ja, wie gehen wir jetzt als erstes vor? Wir müssen die Stellung natürlich erstmal ein bisschen ausgestalten. Das heißt, wir brauchen einen Bodengrund in der Stellung. Wir haben aber nicht nur einen Bodengrund, sondern wir müssen wahrscheinlich auch mit Holzplanken arbeiten. Ich werde mich so ein bisschen daran orientieren, an Originalbildern, werde mich natürlich auch an Band of Brothers orientieren. Und ein bisschen müssen wir auch ein bisschen tricksen, weil wir müssen natürlich 4 Stellungen auf 1,20x1,20 bekommen. In Wahrheit war das natürlich viel, viel länger gezogen. Das Grabensystem war natürlich viel, viel ausgiebiger, als wir es jetzt hier haben. Aber gut, da muss man immer so ein paar Abstriche machen und fürs Spiel wird das sogar besser sein, wenn wir kürzere Entfernung haben. Das heißt also, neben dem Bodengrund in der Stellung brauchen wir auch einen Bodengrund außerhalb der Stellung. Das werden wahrscheinlich auch 2 verschiedene Arten von Sand werden. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da werde ich ein gutes Gemisch machen aus Sand, Erde, vielleicht ein paar Kieselsteinchen. Das wird so außenrum passieren. Innen drinne werden wir einen eher matschigen Boden haben. Das heißt, vielleicht arbeite ich da mit reiner Strukturpaste. Das werde ich noch währenddessen entscheiden. Dann, wie gesagt, ein paar Holzbohlen rein. Dann muss das ganze Grabensystem komplett ausgekleidet werden. Das heißt, wir haben eine Bretterverschalung, die werden wir Stück für Stück einkleben. Das ist eigentlich, glaube ich, auch der Großteil an Arbeit, der hier geschehen wird. Das wird sehr lange dauern, weil wir natürlich extrem viel auskleiden müssen. Aber ich habe einen guten Cutter von Green Stuff World. Damit funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn wir das dann alles gemacht haben, brauchen wir natürlich Sandsäcke. Ich habe lange überlegt, kneten wir die Dinger selber? Nein, wir tun es nicht. Wir brauchen so viel Sandsäcke, da kneten wir übermorgen noch dran. Das heißt, ich habe hier eine 3D-Druckdatei. Ich habe mir jede Menge Sandsackstellungen ausgedruckt. Die werden wir komplett drumherum formen und werden dann nur noch anschließend die Lücken bzw. ein paar Rundungen werden wir dementsprechend selber noch nachmodellieren mit ein bisschen Green Stuff oder irgendeiner luftgetrockneten oder lufttrocknenden Masse. Und dann werden wir ein komplettes Sandsacksystem oben drauf haben. Aber damit können wir uns ganz, ganz viel Arbeit sparen. Und das kostet auch nicht wirklich viel Geld, diese Dinge auszudrucken. Von daher habe ich mich dazu entschieden, tatsächlich 3D-Druckelemente zu benutzen. Neben dieser Stellung gibt es auch noch 2 MG-Nester, die wir auf der gegenüberliegenden Seite modellieren müssen. Da habe ich mich entschieden, das nicht auszuschneiden. Da werde ich einfach nur mit einem Brenner reingehen und werde das nochmal ein bisschen ausbrennen, dass wir quasi 2 Erdlöcher haben. Auch dort werden wir nochmal mit Sandsäcken arbeiten und ein bisschen aufgeschütteter Erde. Ansonsten zeigen wir euch in diesem Video, wie wir selbst Bäume bauen, weil hier brauchen wir sehr, sehr viele Bäume. Wir brauchen große Bäume und wenn wir die alle kaufen müssten, fertig, wären wir ein Vermögen los. Außer im Tabletop Basement Shop, da gibt es eine schöne Alternative von Heki, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber wir werden mit Baumarmaturen arbeiten von Woodland Scenics und werden die richtig, richtig festmachen. Ich habe mir von Geek Gaming, kennt ihr bestimmt alle den Kanal, habe ich mir ein paar Tricks mal abgeschaut und werde das Ganze mal mit Latexmilch versuchen. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ansonsten werden wir ein paar Büsche gestalten,
Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen Kleinkram, um die Stellung auszugestalten. Wir haben Geschütze auf jeden Fall, wir haben Geschützmannschaften und dann brauchen wir noch so ein bisschen drumherum. Wir werden noch so ein, zwei Munitionslager hier bauen aus Baumstämmen. Ja, und dann werden wir viel Erde drauf streuen, viel Begrünung und wir müssen eine ganze Menge Tufts machen. Aber genug der vielen Worte, ich glaube, wir schreiten um in Taten und werden jetzt mal beginnen. Ich würde sagen, ja, mit dem Auskleiden der Stellung und dem Bodengrund der Stellung. Also, viel Spaß beim Video. So, in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich habe das komplette Grabensystem ausgekleidet mit Balsaholz. Ich habe hier ein bisschen Strukturpaste rumgemacht, um einfach auch nochmal hier so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen zwischen dem Holz und der Platte. Habe das Ganze ein bisschen eingefärbt. Das sieht jetzt natürlich sehr, sehr wild aus, weil wir natürlich auch hier verschiedene Farben drauf haben. Das ist aber gar nicht schlimm. Das mache ich einfach nur, damit ich das blanke Styrodur wegbekomme und wenn wir gleich mit Erde arbeiten, dass dann da auch nichts mehr durchblitzt. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Farbe besorgt. Das ist ein ganz heller, ja, beige-grauton. Damit werde ich jetzt das komplette Holz mit der Airbrush bearbeiten. Das kann man natürlich auch mit dem Pinsel machen, aber ich mache das jetzt fix mit der Airbrush, zwei Schichten drüber. Und dann werde ich dann nur noch mit dem Wash for Wood von AK rübergehen. Werde das nochmal ein bisschen leicht mit einem hellen Grau trockenbürsten und dann ist die Holzgeschichte auch schon fertig. Hier in den zwei Stellungen, die man sieht, habe ich ein bisschen mit einem Korbgeflecht gearbeitet. Ich hatte da noch so ein bisschen Zäune von Renedra über und da habe ich einfach dieses Korbgeflecht hier mit reingeklebt. Das finde ich, das sieht ganz gut aus. Leider hatte ich nicht mehr genug, um alle drei Stellungen damit zu machen und tatsächlich bei Band of Brothers kann man auch sehen, dass das so eine Art Korbgeflecht auf jeden Fall war. Ja, dann färbe ich jetzt auf jeden Fall erstmal das Holz ein. Ja, werden sämtliche Holzarbeiten erstmal gemacht und dann im Anschluss würde ich mit den Sandsackstellungen beginnen, die ich aufklebe. Ja, und dann muss das Erdreich gemacht werden. Aber erstmal Holz. Ja, das sind also die besagten Bäume. Ich werde die mal direkt öffnen. Wir haben ja schon einiges mit diesen Bäumen gemacht. Ich verlinke euch gerne nochmal ein paar Videos in der Videobeschreibung dazu. Ja, wir fangen erstmal mit den Woodland Scenic Bäumen an. Das sind quasi Plastikspritzlinge. Die haben hier immer noch ein Base dabei. Das müssen wir voneinander trennen. Dann werden die quasi hier drauf gesteckt. Kann man dann noch zusammenkleben, falls es nicht hält. Und dann geht es eigentlich darum, diesen Baum in sich ein bisschen zu drehen und die Zweige halt dementsprechend zu verbiegen, so dass wir von einem 2D-Modell ein 3D-Modell bekommen. Ich werde mal schauen, ich denke mal, ich werde so um die, das sind jetzt hier 10, das sind 12, das sind 22 Bäume. Ich denke mal, ich werde noch eine Packung verwenden, dass wir im Endeffekt so auf 30 Bäume kommen. Ich denke mal, das wird uns dann ausreichen. So, das heißt, wir drehen einmal erstmal den Stamm in sich. Nicht zu krass, aber man kann das schon ein bisschen verbiegen. So, und jetzt drehen wir quasi die Zweige und richten sie dann natürlich aus. So, das heißt, wir haben ihn jetzt schon mal so ein bisschen in Form gebogen. Wir werden dann natürlich aber noch viel mehr Volumen reinbekommen, weil wir natürlich noch weiterarbeiten werden. Aber so ist das erstmal okay. Ja, und das passiert jetzt
erstmal nochmal 11 Mal und dann gucken wir uns die Rohlinge nochmal an. Da melde ich mich dann gleich nochmal wieder, weil das ist nämlich noch ein bisschen was anderes, weil die sehen nämlich noch sehr feiner und filigraner aus. Mal schauen, wie das dann funktioniert und ob wir da dann noch großartig Volumen reinmachen müssen oder nicht. Ja, aber ich würde sagen, ich drehe jetzt erstmal fleißig Bäume und entferne anschließend natürlich noch den unteren Teil des Gussgrats. So, im nächsten Schritt wollen wir jetzt ein bisschen mehr Fülle reinbringen. Es ist ein Tag vergangen und ich habe hier natürlich die Hiki-Bäume noch gemacht. Und man sieht so ein bisschen den Unterschied. Ich kann die mal in die Kamera zeigen. Der Woodland Scenic-Baum ist ein bisschen knorriger und dicker und hat ein bisschen weniger geäst. Und der Hiki-Baum, der ist ein bisschen filigraner, bricht aber auch dementsprechend schneller und ist nicht so... ja, widerstandsfähig. Also ich bin gespannt, wie das Flock da dann drauf hält. Ich hoffe es, dass das hält, weil es ist wirklich, ja, es ist nicht so stabil wie der von Woodland. Aber beide haben so seine Vor- und Nachteile. Der ist halt ziemlich dick und stabil, hat dafür weniger geäst und der ist halt ein bisschen größer auch, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Das ist der größte von Woodland. Ja, so, ich würde mal sagen, so einen halben Zentimeter größer. Ist auch ein bisschen gebogen jetzt hier. Also halben bis Zentimeter größer auf jeden Fall, hat aber dadurch deutlich mehr geäst. Ja, jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Volumen in den Bäumen und das machen wir mit diesem Seemoos. Da muss ich mir jetzt erstmal jede Menge Einzelzweige rausschneiden und dann werde ich sie auf das Geäst quasi kleben, damit wir einfach mehr Volumen reinkriegen. Das Ganze werde ich befestigen mit Hobbytack. Super guter Kleber. Habe ich schon die letzten Male, glaube ich, euch in den ein oder anderen Baumvideos gezeigt. Mega guter Kleber, weil das ist so richtig sticky. Da haftet das direkt, es fällt euch nichts ab. Mit Sekundenkleber geht das sicherlich auch. Allerdings habt ihr da, ja, ihr wisst, Sekundenkleber an den Fingern und ihr müsst das hier andrücken und so weiter. Das wird nicht so gut funktionieren. Deswegen Hobbytack ist eure erste Wahl der Waffe, die ihr für Bäume benötigt. Ja, und ich würde sagen, achso, eins hatte ich noch vergessen. Ich habe hier noch ein bisschen Spachtelmasse unten reingemacht, weil wir hatten ja hier die Steckfüße. Bei den Hiki-Geschichten ist das nicht so schlimm, das wird mit Erde überdeckt. Aber hier war es dann doch ein bisschen heftig mit den Spaltmaßen. Und ich habe jetzt einfach hier noch ein bisschen Spachtelmasse, braune Spachtelmasse. Das ist tatsächlich genau der gleiche Farbton. Das ist übrigens unsere Spachtelmasse. Unsere eigene Spachtelmasse, das ist genau der gleiche Farbton wie der Baumstamm und bringt nochmal ein bisschen coole Struktur auf jeden Fall mit, die man sieht. Hier wird man eh nicht mehr viel Struktur sehen, weil das alles beflockt sein wird, aber hier unten wird man die Struktur auf jeden Fall noch ein bisschen sehen. Und ich habe den Spalt auf jeden Fall direkt ausgebessert. Ich habe das einmal mit dem Finger gemacht, einmal rum, zack, zack, zack. Das ging relativ schnell und habe das dann noch ein bisschen nach oben verstrichen, sodass die Struktur einfach noch ein bisschen mit nach oben gezogen wird. Ja, das habe ich auf jeden Fall bei den Woodland-Sachen noch gemacht. Dementsprechend ist der Fuß jetzt auch direkt befestigt. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal ganz viel Zweige schneiden. So, im nächsten Schritt machen wir unsere Bäume ein bisschen haltbarer. Ich habe hier einen ganzen Topf voll Flüssiglatex. Den Trick habe ich bei Geek Gaming gesehen. Wir probieren das einfach mal aus. Ich habe da noch keine Erfahrung mit gesammelt, aber ich denke, okay, das könnte eine gute Art und Weise sein, um Bäume auch haltbarer zu machen. Unser Sticky Kleber ist inzwischen richtig gut durchgetrocknet. Ich habe es über Nacht trocknen lassen. Das heißt, da fällt jetzt auch erstmal nichts mehr ab. Und ja, wir tauchen jetzt alle 32 Bäume in Flüssiglatex und das braucht sicherlich gute 12 Stunden, um durchzutrocknen. Eventuell müssen wir sogar noch einen zweiten
Durchgang durchlaufen. Das gucken wir uns dann aber an, wenn es trocken ist. Also, los geht's. Ja, ihr seht schon, unsere Bäume sind inzwischen richtig durchgetrocknet. Das ist richtig, richtig fest geworden. Man kann das wirklich gut anfassen. Hier passiert gar nichts mehr. Also die Methode mit dem Latex ist wirklich richtig gut. Ja, jetzt müssen wir die Bäume natürlich noch einfärben. Wir können die jetzt natürlich auch so lassen. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen leicht gelben Schein. Ihr seht das hier schon, diese gelben Tropfen, die hier überall sind. Das ist natürlich, sind die Reste vom Latex. Deswegen färbe ich sie jetzt einfach nochmal komplett mit der Dose ein. Ich nutze Montana Gold Chocolate. Ja, im nächsten Step müssen wir nun die Bäume begrünen. Ich nutze dafür Sprühkleber, um halt erstmal das Ganze zu befestigen. Und im Nachhinein wird das Ganze dann nochmal mit einem Wasser-Leim-Fixierspray-Gemisch auf jeden Fall richtig eingetunkt und richtig durchnässt. Und das muss dann noch richtig durchtrocknen, damit die auch schön hart werden. Ja, Sprühkleber, die Anwendung von Sprühkleber. Ihr könnt ruhig mehrere Bäume auf einmal komplett einsprühen und dann das Ganze bis zu 10 Minuten könnt ihr wirklich warten, bis ihr anfangt, mit dem Flock zu arbeiten, weil dann erst entwickelt sich so die richtige Klebeigenschaft. Das ist wie zum Beispiel bei Hobbytuck. Da ist das genau das Gleiche. Wenn ihr das auftragt, dann könnt ihr ruhig 10, 15 Minuten fast warten und dann wird es richtig schön sticky und genauso funktioniert halt auch der Sprühkleber. Das heißt, ihr könnt erstmal 5, 6 Bäume erstmal komplett mit Sprühkleber versehen und dann fangt ihr an zu beflocken. Ja, was nehme ich für einen Flock? Ich habe mich so für ein paar verschiedene Sorten entschieden. Ich werde hier ein bisschen Woodland, Coarse Turf, Light Green, Burnt Grass. Ich habe halt immer noch so viele Woodland-Reste, deswegen arbeite ich immer noch mit Woodland Scenic. Aber natürlich, sobald die alle sind, geht es natürlich in unsere eigene Range rein. Ich habe hier ein bisschen Dark Green, ja, Light Green, Burnt Grass und arbeite dann noch mit ein bisschen Fine Turf. Da werde ich mir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was holen von unserer Range, weil grobes Flock ist gut. Aber den richtigen Effekt bekommt ihr dann erst mit dem Fein, damit auch wirklich alles geschlossen wird. Ja, ich habe mir einen Behälter besorgt, weil da wird eine ganze Menge abrieseln. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen, sprüht am besten an einer Stelle und dann beflockt ihr über den Behälter und dann könnt ihr das Flock auch immer noch weiterverwenden. Ja, aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Einsprühen der Bäume. Da wir für unser Brikur-Projekt jede Menge Tufts brauchen, mache ich sie einfach selber. Weil wir brauchen so viele, die jetzt alle zu kaufen, das wäre unheimlich viel Geld, was wir dafür verwenden müssten. Also habe ich mir gedacht, wir machen unsere Tufts einfach selber. Wir nehmen den Tuff-Tuck von Woodland Scenic, wir nehmen unsere Green Queen, wir nehmen einiges an statischem Gras. Ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir 4 Backpapierbleche ohne Bleche schon mal aufgeklebt. Aufgeklebt deshalb, damit sie halt nicht wegrollen. Und da gehe ich jetzt mit dem Tufftag und mache mir die verschiedensten Tufts einfach selber. Das ist ganz praktisch, weil wir können hier von ganz klein bis riesengroßen Flächen arbeiten. Die lassen sich super ablösen. Ja, wir gehen einmal mit der Green Queen einmal rüber und schon haben wir unsere Tufts selbst gemacht. Das geht schnell, einfach und wir sparen eine ganze Menge Geld.
So, im nächsten Schritt kommt die Sandsackstellung. Ja, ich habe hier jede Menge Sandsäcke ausgedruckt. Die Datei haue ich euch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Die kriegt ihr auf jeden Fall bei My Mini Factory. Und jetzt geht es darum, die komplette Stellung mit Sandsäcken auszukleiden. Ich hoffe, das reicht, was ich hier gemacht habe. Ich habe die auch schon mal ein bisschen vorgrundiert. Das heißt, ich habe eine ganz normale Grundierung drauf gesetzt. Und dann habe ich schon mal einen Farbton drüber gesetzt. Und ja, die werde ich jetzt schon mal alle komplett draufkleben. Und dann werde ich noch einzelne Sandsäcke modellieren, um halt so ein bisschen die Übergänge so ein bisschen runder zu machen vielleicht. Gerade halt die MG-Stellung da vorne kann so ein bisschen Rundung vertragen. Oder auch hier werden wir nur so ein bisschen Eckstücke legen. Und dann werde ich das einfach noch so ein bisschen mit Green Stuff oder mal gucken, was ich an für eine Modelliermasse noch da habe, werde ich das auf jeden Fall noch ein bisschen runder modellieren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das reicht. Ansonsten muss ich gleich wieder den Drucker anschmeißen und noch mal ein paar Stellungen drucken. Ja, die Stellung ist inzwischen auch komplett gesandet. Da habe ich noch ein paar Holzbohlen verlegt, wo dann die Geschütze draufstehen. In den Gängen habe ich noch ein paar Holzbohlen verlegt. Habe das Ganze ein bisschen mit Sand, ja, ganz normaler Erde und Pigmenten. Das ist so eine Mischung aus Pigmenten, Fugenmasse, Erde. Das ist so eine schöne Mischung. Es wird dann eigentlich auch recht hart. Und habe das schön getränkt mit Isopropanol natürlich vorher, damit die Oberflächenspannung bricht. Habe in die Wassermischung, in die Leim-Wassermischung auch noch ein bisschen Fensterreiniger gemacht. Auch da, dass die Oberflächenspannung einfach nochmal richtig schön aufbricht, dass sich das richtig schön verteilt, weil da ist schon dick Erde drin. Das ist bestimmt locker ein halber Zentimeter. Ja, 0,7 vielleicht. Und das muss natürlich bis unten runter, damit das doch wirklich hart wird. So, aber ich würde sagen, wir versuchen unser Glück und hoffen, dass die Stellung reicht. Los geht's. So, es ist eine ganze Menge passiert. Ich habe inzwischen eine ganze Menge gemacht. Die Bäume sind endlich drauf. Die Stellung ist soweit fertig. Jetzt geht es ans Grün und auch hier keep it simple. Denn nicht vergessen, wir bauen immer noch einen Spieltisch. Das heißt, wir bauen hier kein Diorama, was extrem hoch detailliert in der Begrünung und Bepflanzung ist, sondern wir spielen auf diesem Spieltisch. Ich habe mir jetzt hier einen ganzen Bottich Begrünung gemacht. Und zwar ist das nichts anderes wie verschiedene Feinturf-Sorten, ein bisschen Coarse-Turf. Ich habe so ein paar Reste auch verwertet. Ich hatte noch so eine kleine Waldmischung, da waren noch so ein paar einzelne Blätter mit drin, ein bisschen bräunlicher Ton. Das habe ich alles hier mit reingekippt und ich habe jetzt hier so einen schön gemischten Grünton bekommen. Den werde ich jetzt großflächig auftragen, werde aber so ein bisschen die Partien an den Bäumen so ein bisschen aussparen, denn da mache ich vielleicht später noch so ein bisschen Unterholz, wobei das finde ich schon so ganz okay, wie es aussieht. Das heißt, ich werde jetzt hier so ein bisschen großflächig herumstreuen, werde vielleicht noch mal mit ein, zwei Farbtönen so ein bisschen blenden. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon, weil wir arbeiten ja später dann noch mit verschiedenen Tufts und Gräsern. Und dann werden wir das wieder schön tränken und es muss wieder durchtrocknen. Also ich glaube, das längste, was hier braucht, sind tatsächlich die Trocknungszeiten. Wir hatten das bei den Bäumen, wir hatten das bei dem Sandgemisch, wir hatten das bei der Stellung innen drinne. Also das sind einfach unglaublich lange Trocknungszeiten, die ich hier diesmal habe. Und ja, hier ist es genau das Gleiche. Aber es sind draußen 32 Grad, von daher hoffe ich, dass das ein bisschen schneller geht. Also, auf geht's.
Und da ist die fertige Platte. Ja, auch das war wieder Keep It Simple, habe ich dir mehrfach, glaube ich, auch im Video gesagt. Wir bauen hier Tabletop-Spielplatten und keine Dioramen. Klar könnte man jetzt hier rangehen und noch übelst ausschmücken und Munitionskisten und dies und das. Und man kann ganz viel machen, sicherlich. Aber man muss halt immer, ich sage es ja immer wieder, man muss das immer so ein bisschen seinem Projekt anpassen. Diese Spielplatte brauchen wir tatsächlich, ja, erstens mal für ein Videoprojekt, für den Bau der Spielplatte und für einen Spielbericht. Danach wird diese Platte wahrscheinlich erstmal für längere Zeit nicht bespielt werden. Und so ein Szenario spielt man ja auch nicht ständig. Von daher, sie ist erstmal da, okay, das ist auch gut so. Aber von daher denke ich mir immer so, man muss das auch immer so ein bisschen dem Projekt anpassen. Hier war jetzt tatsächlich Hauptaugenmerk Grabensystem, Bäume. Das waren so die Sachen, okay, da waren wieder so ein paar Sachen dabei, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Gerade die Geschichte mit den Bäumen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und die sind wirklich sehr, sehr stabil. Also diese Latexmilchgeschichte, tipptopp. Dazu kommt auf jeden Fall nochmal ein gesondertes T-Basic-Video. Das werden wir euch dann auf jeden Fall nochmal zeigen und gehen dann nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ansonsten finde ich diese Latex-Geschichte wirklich gut, weil es wirklich stabil ist. Und ja, also es macht nicht das Flock stabil. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Also das Flock habe ich natürlich auch sehr gut eingesprüht. Ich glaube dreimal sogar und das ist auch richtig fest. Aber wenn ich jetzt hier gegenschnipse, rieselt natürlich trotzdem was ab. Aber die Grundstruktur, sprich dieses Seemoos, was ja sehr, sehr filigran und sehr empfindlich ist, das ist wirklich stabil geworden und das finde ich an dieser Latexmilch richtig gut. Ja, und zum anderen ist es natürlich das Grabensystem, was so ein bisschen größer war, habe ich in der Form, in der Größe, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Ich habe ja Bricour schon mal gebaut im 1:72 Maßstab. Da war das, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ja, es war schon ein bisschen kleiner. Und damals habe ich auch nur 3 Stellungen gebaut, nicht 4, sondern nur die 3, weil das ist natürlich sehr, sehr eng. Das habe ich auch am Anfang des Videos gesagt, dass das nicht historisch korrekt ist. Also das ist schon noch ein bisschen länger gewesen, das Grabensystem. Die Stellungen sind sehr nah aneinander, aber für das Spiel ist es natürlich umso besser. Denn wir haben einfach im Tabletop einfach nur bestimmte Reichweiten, die wir uns auch bewegen können. Und von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Wir werden nächste Woche werden wir das Spiel aufnehmen. Und dann bin ich gespannt, ob das funktioniert. Wir werden da gar kein großartiges Testspiel machen. Ich werde das soweit vorbereiten. Was natürlich auch die Mission angeht. Na klar, die Mission ist die Geschütze ausschalten. Aber wir müssen natürlich gucken, wie wir das mit Operation Squad hinkriegen. Weil Operation Squad sind so maximal 10, 12, 15 Miniaturen. Das ist für die amerikanische Seite, denke ich mal, kein Problem. Für die deutsche Seite habe ich mir da aber auch schon was überlegt. Und zwar wird die Geschützbedienung nicht wirklich agieren können. Das heißt, die wird einfach nur flüchten. Vielleicht haben sie in ihrer ersten Aktivierung haben sie vielleicht noch eine Möglichkeit zu handeln, aber dann wird sie einfach nur laufen. Wie auch bei Band of Brothers natürlich. Sie laufen über das Feld in Richtung der MG-Stellung, laufen sie über das Feld. Und genauso werden wir das wahrscheinlich auch darstellen, dass die Geschützbedienung einfach die Geschütze verlässt und die einzelnen Soldaten, die hier noch rumstehen, das ist quasi so die Kampftruppe, also ja, die Kampfgruppe, die quasi diese Stellung verteidigt. Und das kann man dann ganz gut realisieren, indem man ja, so 10, 12 Mann vielleicht einfach nimmt. Da muss man mal gucken, wie man da das Spiel beginnt, ob die vielleicht mit einem Marker beginnen, dass sie vielleicht noch nicht so richtig handeln können, weil sie werden natürlich auch überrascht oder nur ein gewisser Teilmarker bekommt, die MG-Stellung schon handeln können, weil die sind dafür da, um aufzupassen, aber vielleicht die Soldaten, dass die so ein bisschen in Panik geraten, das kann man mal gucken. Aber auf jeden Fall, wir nehmen das Spiel auf. Ich bin sehr gespannt, ob das dann auf jeden Fall auf dieser Platte auch funktioniert. Ja, und das wäre dann quasi auch Bauprojekt 2, also unser drittes Video. Wir sind quasi in der zweiten Folge. Dann werden wir jetzt demnächst das Spiel aufnehmen. Und als nächstes Bauprojekt kommt dann quasi Carentan. Da habe ich aber auch schon gesagt, dass ich Carentan nicht nachbauen werde, weil ich habe ja vor ein paar Monaten eine Stadtplatte gebaut. Und die werde ich tatsächlich 1, 2, 3 Mal nutzen, tatsächlich für das Band of Brothers Projekt. Ich werde sie nutzen als Carentan. Ich werde sie nutzen für die holländische Stadt und ich werde sie tatsächlich nutzen für Hagenau. Allerdings werde ich bei Hagenau noch ein kleines Modul ransetzen, weil wir natürlich die Flussüberquerung brauchen, aber die Stadtplatte an sich wird dafür einfach auch dienen
Und dann werden wir es einfach aus verschiedenen Perspektiven einfach auch filmen, dass es nicht immer gleich aussieht. Da dachte ich mir, okay, da musst du nicht dreimal eine Stadtplatte bauen, weil du hast ja eine da, also kannst du die auch nehmen. Aber wir machen trotzdem ein kleines Bauvideo von Carentan. Und zwar werden wir euch einfach ein paar Beauty-Shots zeigen. Wir zeigen euch einfach mal die Platte, die habe ich nämlich auch noch nicht gezeigt. Und ich habe, die ist auch schon fast fertig, das Video dazu. Ich habe ein paar Bauschritte nochmal nachgebaut, damit ihr so ein bisschen nachempfinden könnt, was ich da gemacht habe. Ja, und das heißt, dann können wir Carentan direkt auch noch aufnehmen und das wird alles nächste Woche schon passieren. Ja, ich habe mega Bock weiterzumachen. Aktuell sitze ich nämlich an Folge Nummer 5 und zwar die Kreuzung. Im Englischen Crossroads bei Band of Brothers, da geht es darum, wo Sergeant, Lieutenant, Captain, ich weiß gar nicht, was er in dem Moment war. Jedenfalls Winters war auf einem holländischen Deich und hat ein SS-Bataillon dort angetroffen. Das wird quasi so die Szene werden, die ich darstellen möchte. Da bin ich gerade schon dabei. Ich habe die Grundplatte gerade gebaut. Das wird auch nicht so viel werden. Das werden zwei Deiche werden dort laufen. Eine Windmühle habe ich mir schon gedruckt. Und ansonsten ist es offenes, freies Feld. Ja, also das ist nicht so viel. Auch da gibt es natürlich ein Bauvideo zu und natürlich den passenden Spielbericht. So, jetzt sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Wer uns unterstützen möchte, kann dies natürlich gerne tun. Bold Action findet ihr zum Beispiel bei unserem Partner, dem Taschengelddieb. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kostet euch kein Geld, wenn ihr über diesen Link einkauft, aber würde uns auf jeden Fall unterstützen. Ansonsten könnt ihr gerne mal bei uns im Patreon-Programm vorbeischauen. Kanalmitgliedschaft ist auch super. Und ansonsten schaut bei Instagram vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.